Herzlich willkommen zur Live-Session von Seibert Media. Heute geht es um die Software Confluence. Der eine oder andere war vielleicht jetzt schon ein bisschen früher dabei und hat gesehen, dass wir immer schon eine Viertelstunde vorher live gehen. Das ist deshalb, damit die Leute sehen, dass es wirklich live ist und sozusagen nicht wegklicken, weil es noch kein Video gibt. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Ich habe heute sozusagen bestimmte Leute zu grüßen zum ersten Mal. Und zwar einmal den Marc Hornschuh, der mich nämlich vorher schon angerufen hat und nachgefragt hat, wie das genau funktioniert. Ich hoffe, das hat alles geklappt. Ansonsten melden Sie sich einfach nochmal. Und dann begrüße ich auch noch die Kollegen von Siemens und Bosch. Und habe jetzt auch gestern, nachdem wir festgestellt haben, dass der Chat nicht funktioniert, habe ich eine Alternative angebaut. Das habe ich natürlich jetzt nicht aufgeschrieben, das ist doof. Aber also unter live@seibert-media.net, ich wiederhole das nochmal, live und dann @seibert-media.net, können Sie mir eine E-Mail schreiben und die werde ich dann hier auch bekommen und kann Ihnen dann sozusagen auch antworten, weil wir gestern gemeinsam festgestellt haben, dass der Chat nicht bei allen angezeigt wird. Also in großen Konzernen wird offensichtlich IRC geblockt. Ich schreibe mal in den Chat für diejenigen, die es nicht lesen können, die E-Mail-Adresse rein, live@seibert-media.net, das ist also neu. Ich habe heute einen Anzug an. Ja, sonst war immer Live-Session ohne Anzug und ohne Krawatte. Das war sozusagen, haben wir uns mal darüber Gedanken gemacht und für mich war es einfach einfacher, weil ich eigentlich nur bei Kundenterminen im Anzug bin. Aber ich komme jetzt gerade von einem Kundentermin und deswegen ist der Anzug sozusagen einfach angeblieben. Und bitte das sozusagen die Anzughasser dann mir nachzusehen. Macht aber ansonsten, glaube ich, keinen Unterschied. Ich wollte gerne mit dem Erik Klein zusammen präsentieren heute. Der macht nämlich ganz viele Confluence-Sitzungen und auch wenn Sie einen Workshop mit uns buchen, um Confluence Ihren Kollegen zu zeigen, vor Ort zum Beispiel oder eine Remote-Session, dann macht das in der Regel heute der Erik Klein oder ein anderer Consultant. Der Erik ist leider heute krank. Hat sich aber irgendwie seiner Krankheit nicht ergeben. Ja, der war jetzt irgendwie beim Arzt und hatte Akupunktur bekommen und so weiter. Also er rief mich gerade an und sagte, er sei auf dem Weg und vielleicht kommt er noch später dazu. Das ist gerade für die Kollegen, die vielleicht auch den Erik Klein sehen wollten, gute Nachricht. Ansonsten lege ich hier einfach schon mal los und will ein bisschen Confluence zeigen heute. Es geht um die Software Confluence. Hier vielleicht einfach mal ganz kurz in die Agenda rein. Also vielleicht nochmal zu den Titelebenen wollten wir jetzt nicht einstellen. Wenn wir seibert.biz/live eingeben, dann kommen Sie auf die Seite, auf der Sie heute hoffentlich schon sind. Wenn man hier unten auf dieses Video draufklickt, dann wird man manchmal auf Ustream weitergeleitet. Da kann man das Video natürlich auch sehen, aber dann können Sie nicht mitchatten. Das heißt, also am besten ist es, wenn Sie hier unten auf diesen kleinen Play-Knopf drücken und dann geht's los. Ansonsten gibt es hier auch noch eine HD-Version, das ist das Video einfach größer. Ansonsten können Sie auch Vollbild stellen, das hat den gleichen Effekt. Wir sprechen heute über das Thema Confluence. Wie immer können Sie natürlich auch die nächsten Donnerstage die Themen hier abfragen und einsehen. Für die nächsten 2 Wochen haben wir das schon definiert. Also in der nächsten Woche wird über interaktive Checklisten zur Kundenberatung gesprochen. Das ist also ein Thema, das nicht direkt mit Wikis zu tun hat. Und darauf folgend gibt es dann Wiki Workflows, die Idealkonfiguration für Ablaufsteuerung, Standardisierung, Qualitätsmanagement und Dokumentation. Einige Kunden haben da auch aktuell Anfragen gestellt. Für die ist es sicherlich sehr interessant. Und wir werden mit Sicherheit auch noch weitere Wiki-Themen da aufgreifen und da auch kurzfristig die nächsten Donnerstage definieren. Wie schon gesagt, jeden Donnerstag 11.15 Uhr findet diese Live-Session statt. Schauen wir uns mal gemeinsam die Agenda für heute an. Wir hatten in der letzten Woche uns darüber Gedanken gemacht, warum sollte man ein Firmenwiki eigentlich einsetzen. Wer da nicht dabei war und sich das nochmal anschauen kann, kann unter bereits durchgeführte Termine unter seibert.biz/live sich das anschauen. Da war hier Grundlagenwissen und Wiki-Strategie. Das war letzte Woche dran. Da habe ich auch schon mit dem Erik Klein gesprochen. Also die wegen dem Erik Klein hier sind, die können sich auf jeden Fall mal diese Aufzeichnung und dieses Video anschauen. Und brauchen wir jetzt eigentlich hier nicht anzugucken. Macht nur mal einen Rechneralarm, sehe ich gerade. Und diese Woche geht es halt um die Software selber.
Ich habe hier mal dargestellt, was wir uns alles angucken wollen. Das wird nicht in der Gänze funktionieren. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass ich nicht alle Sachen vollumfänglich zeigen kann. Vielleicht machen wir noch mal eine zweite Session oder Sie buchen einen Workshop mit uns oder wir machen das in den nächsten Spezialsessions sozusagen mit. Insgesamt, ich kann ja hier noch mal ganz kurz in unsere Workshop-Agenda gehen. Das sind die einzelnen Punkte, die ich dann im Workshop normalerweise immer abhake. Und insgesamt haben wir 2 Stunden und 5 Minuten an Stoff sozusagen, um die Grundlagen von Confluence darzustellen. Die werden wir jetzt hier nicht nutzen, sondern ich werde versuchen, um 12 Uhr tatsächlich auch fertig zu sein. Und ja, würde ich vorschlagen, wie immer, wenn Sie Fragen haben, können Sie jederzeit in dem Chat, der rechts neben dem Video unter cyberbiz/live steht, eine Frage eingeben. Ich schaue mir das an. Neu ist, Sie können auch eine E-Mail an live@cybert-media.net schreiben und die sehe ich auch direkt auf meinem Screen, wenn Sie eine Frage haben sollten. So, wir legen dann los. Confluence. Confluence ist ein Firmenwiki. Es geht darum, gemeinsam Inhalte zu erstellen, zu teilen, die Transparenz im Unternehmen zu schaffen, verbessern. Und ich würde jetzt hier mal starten und grundlegende Navigationselemente in dem System zeigen, wie man eine Seite anlegt und bearbeitet, Revisionssicherheit, Dokumente schützen und sichern, Word-Dokumente importieren werden wir vermutlich nicht. Den Office-Connector werde ich auf jeden Fall zeigen, wie binde ich also meine bestehenden Mitarbeiter, die mit Word, mit Excel, mit PowerPoint arbeiten, ein. Werden uns eine Bildergalerie angucken, wie man Sachen im Hierarchiebaum verändert, internes Berichtswesen, Online-Diagramme, da werden wir so ein bisschen drüber huschen über die letzten Punkte hier. Also mir geht es insbesondere um die Grundlagen, damit Sie verstehen, was Confluence leisten kann und was so die Standardfunktionen sind. Und wir starten vielleicht einfach mal, indem wir eine neue Seite anlegen. Ich gehe hier mal auf die Übersichtsseite von einem Test-Wiki, das wir hier angelegt haben. Und hier oben gibt es dann einen Knopf, der also relativ zentral angeordnet ist, Seite hinzufügen. Das klicke ich jetzt hier einfach mal an. Und jetzt kann ich mir den Bereich auswählen, in dem ich es anlegen möchte. Ich nehme jetzt hier den Demonstration Space und kann entweder eine Vorlage auswählen oder mit einer leeren Seite starten. Und ich starte jetzt mit einer leeren Seite. Und dann öffnet sich ein neues Fenster, in dem ich hier jetzt gefragt werde, das ist schon eine Spezialfunktion, die man nicht einbauen muss. Aber hier, ich zeige später noch Google Gears, das lässt mir, erlaubt mir Drag and Drop zu benutzen, zeige ich auch gleich, was das genau ist. Ich verwende jetzt hier momentan einen Apple Macintosh Computer mit einem Firefox Browser. Das funktioniert auch mit anderen Kombinationen. Also Sie können auch einen Windows Rechner mit einem Internet Explorer oder mit einem Firefox oder mit Google Chrome oder Mac mit Firefox oder Chrome oder wie auch immer benutzen. Die Kombinatorik wird eigentlich nur bei ganz speziellen Funktionen, wie zum Beispiel bei der Office Integration interessant. Also wir können jetzt hier eine Seite anlegen. Und die nenne ich jetzt einfach mal mein persönlicher Test oder vielleicht noch besser Martins Test. So, und kann jetzt hier irgendwie ein Dokument nehmen, das ich wechsle hier gerade mal und suche mal hier einen. So, das schmeißen wir das raus. Ich nehme jetzt hier einfach mal so einen. Ein Bild zum Beispiel, dann haben wir ein ganz einfaches Dokument, einfach nur mit einem Bild und einer Überschrift. Also habe jetzt hier mein Dokument und ziehe das einfach auf den Browser drauf. Das ist dann jetzt schon die erste Spezialfunktion. Es wird automatisch hier im Hintergrund hochgeladen und das Bild wird direkt angezeigt. Diejenigen, die so ein bisschen firm im Internet sind, wissen, dass das eigentlich gar nicht geht. Das ist zum Beispiel jetzt, was Google Gears mir erlaubt. Ich kann natürlich das Dokument auch einfach hochladen über einen. So, und jetzt habe ich also ein Dokument erstellt, das heißt Martins Test mit einem Element drin. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, da würde ich gerne nochmal explizit drauf eingehen wollen. Und zwar in Workshops sage ich immer, so einfach und schnell teilen Sie mit keiner anderen Wiki-Software oder mit keiner anderen Software überhaupt Informationen mit anderen Kollegen. Der normale Weg ist, dass Sie Ihrem Kollegen, Sie schreiben ein Dokument in Word, das kann so ähnlich funktionieren, wie ich das gerade eben gemacht habe, Dokument aufrufen und also Word-Dokument aufrufen und dann so ein bisschen schreiben, Bild rein
Und dann drücken Sie auf Speichern. Dann speichern Sie das auf Ihrer Festplatte, dann machen Sie eine E-Mail auf, tragen den Empfänger ein.